Hallo Formel 1-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Ich bin Tobias Grüner, mit dabei ist natürlich wieder unser Experte Michael Schmidt. Es gibt viel zu bereden zum Grand Prix von Kanada. Es gab viele Schlagzeilen, Schmidti, vor allem die Strafe gegen Sebastian Vettel im Duell mit Lewis Hamilton. Was ist deine Meinung? War sie berechtigt? Ich glaube nicht, dass sie berechtigt war. Das war ein Zweikampf mit harten Bandagen, wie er eigentlich sein sollte, wie wir ihn sehen wollen. Und am Ende, das war ein unbefriedigender Ausgang. Wir haben jetzt zum zweiten Mal in Folge, dass das Ergebnis auf der Strecke nicht mit dem Ergebnis auf dem Papier übereinstimmt. In Monaco hat es Verstappen erwischt. Er hat seinen zweiten Platz verloren. Hier verliert Vettel den Sieg. Ich glaube, das werden die Fans nicht gutheißen auf Dauer. Ja, also ich glaube auch, für die Show, man hat es ja auch an den Fans gehört, mit den Buhrufen auf dem Podium. Also das war ein unbefriedigender Ausgang. Kannst du aber die Stewards irgendwo nachvollziehen, die Entscheidung der Stewards nachvollziehen? Ich meine, wir haben ja in Suzuka letztes Jahr eine ähnliche Szene gehabt, wo es eine 5-Sekunden-Strafe für Verstappen gegeben hat. Wie die überhaupt dazu gekommen sind, diese Entscheidung zu fällen? Also ich finde, man sollte überhaupt nur Sachen untersuchen, wo ganz klar eine Absicht vorliegt. Hier, das war wie damals in Suzuka und wie, das glaube ich wurde oft vergessen, der Zwischenfall zwischen Lewis Hamilton und Daniel Ricciardo 2016 in Monaco. Das war ein harter Zweikampf, einer hat einen Fehler gemacht, kommt auf die Rennstrecke zurück. Natürlich behindert er den anderen, aber es steht ja nirgendwo in den Regeln, dass man für einen Fehler bestraft werden muss. Es hat viele, viele Fehler gegeben in der Geschichte des Rennsports, da blieb der vorne, war vorne, weil es halt für den anderen nicht gereicht hat. Ich meine, wenn jetzt zum Beispiel hier an der für Lewis Hamilton war das Timing einfach schlecht. Es war ein schlechter Ort, wo es passiert ist, wenn da draußen 10 Meter Platz ist, Asphaltfläche, fährt er mit Schwung außen am Vettel vorbei und ist vorne. Ich wette, da hätte es auch wieder eine Untersuchung gegeben, hätte man dem Hamilton vorgeworfen, er hat durch verlassener Strecke einen Vorteil sich verschafft, was natürlich genauso Blödsinn gewesen wäre. Das ist Rennsport, das wollen die Leute sehen. Schon klar, aber die Fahrer wollen ja auch immer klare Regeln, deshalb sind ja die Regeln auch mittlerweile immer konkreter geschrieben, dass man bei jedem Fall eingreifen muss. Ist da zu wenig Spielraum für die Stewards, dass die auch mal sowas laufen lassen können oder hätten die das in diesem Fall laufen lassen können? Ja, klare Regeln wäre ja die Regel zu sagen, wenn es Absicht war, dann wird bestraft. Aber die Stewards sind sich ja auch nicht immer einig. Wir haben diese drei Fälle. Jetzt den in Montreal, dann letztes Jahr in Suzuka, wo Verstappen auch bestraft wurde. Das wäre ja noch, sagen wir mal, einheitlich. Aber dann vor 3 Jahren in Monte Carlo, und dieser Fall war eigentlich noch fast schlimmer. Also Daniel Ricciardo hat mir nach dem Rennen erzählt, er musste da wirklich voll in die Eisen, weil ihm Hamilton nach Verlassen der Strecke, hat er die Schikane abgekürzt, da fast in die Mauer gefahren wäre. Er hat aber auch damals schon keine Strafe gefordert. Und da gab es keine Strafe. Ja. Und wer war damals der Sportkommissar oder der Fahrervertreter bei den Sportkommissaren? Emanuele Pirro. Also da hat er also in 2 Fällen unterschiedlich entschieden. Der Sportkommissar in Suzuka übrigens, zwischen Verstappen und Kimi ging es da, war da die strittige Szene. Das war Tom Christensen, glaube ich. Ja. Also da könnte man noch sagen, okay, unterschiedliche Sportkommissare oder unterschiedliche Fahrervertreter entscheiden anders. Ja. Aber in diesem Fall war es sogar der gleiche. Also wie gesagt, das ist unbefriedigend. Wir hatten also in der Vergangenheit wurde darüber überhaupt nicht geredet. Ich kann mich an eine Szene 1990 in Imola erinnern, da hat Gerhard Berger Nigel Mansell bei 300 bei der Anfahrt zur Tosa-Kurve ins Gras abgedrängt. Mansell hat sich da 360 Grad gedreht und ist weitergefahren. Natürlich war er sauer, hat er dann nach dem Rennen gesagt, ist ja auch okay so, wenn sich die Fahrer dann nach dem Rennen da irgendwas an den Kopf werfen, wollen wir auch hören. Oder Michael Schumacher 2000 in Spa. Vor dem legendären Überholmanöver von Mika Häkkinen hatte er, das war 2 Runden davor, Häkkinen fast ins Gras abgedrängt bei 300. Das ist jetzt natürlich eine grenzwertige Situation, aber wenn man da schon eine Strafe ausgesprochen hätte oder man hätte eine Untersuchung eingeleitet, hätte Häkkinen vielleicht gar nicht probiert 2 Runden später, weil er gesagt hätte, er kriegt sowieso eine Strafe. Ja. Also ich weiß nicht, meiner Meinung nach war das hier übertrieben. Ich weiß nicht, welche Meinung bist du? Ja, wie gesagt, wenn die Stewards einen kleinen Spielraum haben, hätten sie in der Situation, es ging um die Führung, da muss man mehr Fingerspitzengefühl beweisen, glaube ich. Also ich hätte da auch keine Strafe gegeben. Ich kann sie nachvollziehen, wenn man die Regeln wirklich ganz strikt auslegt, aber in Anbetracht der ganzen Umstände war sie nicht angebracht, meiner Meinung nach. Also ich glaube, wenn man das beurteilt, wir sind ja beide keine Rennfahrer und die meisten, die sich jetzt da die Köpfe heiß reden an den Stammtischen, sind es auch nicht. Man sollte da schon auf die Fahrer hören,
die tatsächlich in den Autos sitzen, vor allem am besten auf die, die jetzigen Autos kennen. Und egal, wie man da im Fahrerlager gesprochen hat, eigentlich haben alle gesagt, Vettel konnte gar nichts anderes machen. Er kann auf dem Gras nicht bremsen. Und wenn er auf die Strecke zurückkehrt, dann kann er nicht weiter nach links lenken, weil er sich sonst dreht. Man sieht ja auch, er korrigiert. Ja. Also als er wieder auf der Straße ist, weil natürlich die Reifen schmutzig waren. Also er musste dort rauskommen, wo er rausgekommen ist. Jacques Villeneuve ist zwar jetzt ein extremer Kritiker, das wissen wir alle, aber er sagt, der Hamilton muss antizipieren, wo der rauskommt. Der ist ja selber Rennfahrer. Er weiß ganz genau, wenn der eine durchs Gras fährt, bleibt ihm nur diese Linie. Ja. Also da muss man wirklich sagen, da ist es besser, wirklich den aktuellen Fahrer zuzuhören, als jetzt da irgendwie von außen sich zu beeinflussen zu lassen. Ja, ich glaube, viele sagen aber auch, Vettel hat einen Fehler gemacht und irgendwie muss er ja bestraft werden. Ich glaube, das war so das große Thema, was ja. Wobei gerade das nicht in den Regeln steht. Ja, das steht nicht in den Regeln, aber manche Fans haben so gesagt, also vor allem Hamilton-Fans haben gesagt, naja, er hat ja den Fehler gemacht, also muss er da mehr aufpassen. Du hast schon Emotionen angesprochen nach der Zieldurchfahrt. Hat der Sebastian Vettel da eine richtige Show abgezogen? War das übertrieben oder konnte man den Frust verstehen? Gut, was diese ganzen Reaktionen anbetrifft, dass er jetzt nicht gleich beim Siegerinterview war, dass er dann erstmal ins Motorhome gelaufen ist, wieder zurückgeholt werden musste. Ich glaube, das sind die Emotionen, die Leute sehen wollen. Wenn er das ganz cool da wegsteckt, ist auch langweilig. Ja. Auf der anderen Seite, ich meine, dass Hamilton sagt, die Sache war gefährlich, muss man auch verstehen, aus seiner Sicht. Ich meine, Hamilton hätte es genauso gemacht wie Vettel. Und Vettel hätte sich natürlich genauso, vielleicht sogar ein bisschen stärker als Hamilton beschwert, wenn er jetzt in Hamiltons Situation gewesen wäre. Aber es ist ja okay so. Die Leute sollen sich ja, wie gesagt, irgendwas an den Kopf werfen, das wollen wir ja sehen. Ja, nun hat Ferrari angekündigt, in Berufung gehen zu wollen. Es ist noch nicht ganz offiziell. Siehst du da irgendeine Möglichkeit, dass man dieses Ergebnis wieder umdrehen kann, nachträglich? Also Schiedsrichterentscheidungen sind ja unanfechtbar, aber deswegen sehe ich die einzige Chance, die Ferrari hat, dass sie den Sportkommissaren einen Verfahrensfehler nachweisen. Das könnte eigentlich nur sein, dass man sagt, naja, wenn die Strafe gewesen wäre, verlassen der Strecke und sich da durch einen Vorteil verschaffen, dann wäre die Nummer klar. Weil das sieht man an den Daten, das sieht man an den Fernsehbildern, da brauche ich mit niemandem reden. In dieser Situation heißt es ja gefährliche Rückkehr auf die Strecke, da könnte man argumentieren, naja, besser hätte man vielleicht doch mit den beiden noch geredet. Also was sagt der Hamilton dazu? War es wirklich gefährlich? Was sagt der Vettel dazu? Hätte er es vermeiden können? Hätte er anders fahren können? Ja. Das ist meiner Ansicht nach der einzige Weg, den Ferrari einschlagen kann. Denn neue Beweise, wo soll es neue Beweise hergeben? Also ich meine, die Telemetriedaten hatten die Sportkommissare, das muss man sagen. Die haben auch die Fernsehbilder und die haben auch die Bordkameraaufnahmen. Also ich glaube, da gibt es nicht mehr viel, was man noch beisteuern könnte. Ja. Hätte man denn deiner Meinung nach diese Szene besser nach dem Rennen erst diskutieren müssen oder hätte man sie einfach gar nicht diskutieren müssen? Besser gar nicht diskutieren. Ja. Das mit dem nach dem Rennen ist fast noch unbefriedigender, weil wir dann ewig warten müssen auf das Ergebnis. Keiner will ja, dass dann eine Stunde später oder zwei Stunden später heißt plötzlich ein anderer Sieger. Ja. Also insofern ist es natürlich schon gut, wenn man es eigentlich während des Rennens entscheiden kann. Aber in gewissen Situationen bringt es natürlich den Nachteil mit sich, dass man die Fahrer nicht mehr anhören kann. Ja. Kommen wir kurz aufs Sportliche zurück. Ferrari sah ja gut aus, sie hätten das Rennen gewonnen, wenn es die Strafe nicht gegeben hätte. Wo kam diese plötzliche Leistungsexplosion, möchte ich schon fast sagen, her? Man hat ja in Monaco und in Barcelona gesehen, da war ja Ferrari nirgendwo. Ja, ich meine, die Strecke war sehr, sehr ähnlich in ihrer Charakteristik wie Bahrain. Ja. Bahrain waren sie auch schon stark, das zeigt ganz klar, Ferrari hat ein Autokonzept, was gut ist auf Strecken, wo die Geraden überwiegen und die Kurven das nicht kompensieren können. Ja. Man hat das im Training gesehen. Vettel hat Hamilton 5,5 Zehntel auf den Geraden abgenommen, hat in den Kurven nur 3,5 Zehntel verloren, war also in Summe dann vorne. Und es brauchte, glaube ich, auch eine Meisterleistung von ihm, auf diese Pole Position zu fahren, weil ich glaube, es war ungefähr ausgeglichen auf die eine Runde. Ja. Man hat das ja auch in den Zeiten von Leclerc gesehen, der dann nirgendwo war im Vergleich zu Hamilton. Aber ich glaube, am besten hat es Mattia Binotto nach dem Rennen erzählt. Er hat gesagt, wir sind das gleiche Auto gefahren wie in Barcelona mit all seinen Schwächen, mit all seinen Einschränkungen. Es hat einfach die Strecke besser gepasst. Ja. Was glaubst du, passt die Strecke sonst in diesem Jahr nochmal irgendwo anders so gut, dass Ferrari ein Rennen gewinnen kann aus eigener Kraft? Ja, jetzt, wenn man so schnell drauf schaut, ist es eigentlich nur Monza und vielleicht Sochi. Ja. Und ansonsten wird es schwer. Also Binotto hat mir dann noch erzählt, wir brauchen mindestens 2 bis 3 Entwicklungsstufen, bis wir den Vorsprung von Mercedes eingeholt haben, quasi das Konzept ausgeglichen haben. 2 bis 3 Entwicklungsstufen, das wissen wir beide. Ja. Das geht nicht in 2 Wochen, das geht vielleicht in 2 Monaten, wenn überhaupt. Ja, schon klar. Aber in 2 Wochen steht jetzt erstmal Frankreich an. Mhm. Also du siehst Mercedes da klar im Vorteil, wie ich aus deinen Worten ernehme. Was ist mit Red Bull? Sehen die da vielleicht wieder ein bisschen besser aus? Kann ich mir nicht vorstellen. Sie sehen sicher besser aus als in Montreal. Sie werden vielleicht wieder mit Ferrari um Platz 2 kämpfen. Red Bull hat das gleiche Problem. Sie kriegen die Reifen nicht ins Arbeitsfenster. Das Konzept ist falsch. Das Auto ist zu
effizient. Ja. Insofern haben sie sich gleichwohl in die Irre leiten lassen wie Ferrari. Also auch da wird es dauern. Man kann halt nur auf so einen Glückssieg hoffen, wie zum Beispiel wie letztes Jahr in Spielberg mit Max Verstappen. Ja, also liebe Fans, es kann alles passieren. Wir hoffen immer noch drauf. Wir rechnen mit einem Mercedes-Sieg, aber ja, die Hoffnung geben wir nicht auf. Wir sind dann nach Frankreich natürlich wieder mit einer neuen Folge Formel Schmidt für Sie da. In der Zwischenzeit informieren wir Sie natürlich über alles zum Ferrari-Fall, zur Vettel-Berufung im Internet auf unserer Webseite. Ja, wir verabschieden uns dann. Bis zum nächsten Mal. Ja, hoffentlich ohne Strafen.